Hallo und herzlich willkommen bei Vulkan TV. Mein Name ist Claudia Fischer und für diese Sendung waren wir für Sie wieder bei den interessantesten und spannendsten Ereignissen vor Ort. Das Most & Jazz in Fähring, das Berndorfer Ultralight Fliegerfest, die Eröffnung der Festreihe Ursprüngling, den Abschnittsbewerb in Unterlabil, die Zellerfestmania in Söchau, Energiespar mit E-Lugic und schnell gefragt beim Fliegerfest. Das Most & Jazz in Fähring stand heuer unter dem Motto begnadeter weiblicher Musiker. Sie brachten für tausende Liebhaber den Musikhimmel auf Erden. Kirche gehen kann so groovig sein, wenn die Dreifaltigkeit aus Toni Eder, Edi Köhldorfer und Barbara Dennerlein vor den Altar tritt. Sie gemeinsam eröffneten den Höhepunkt des 14. Most & Jazz in der Stadtpfarrkirche Fähring. Die Konzertpilger fanden sich in einer außergewöhnlich illuminierten Atmosphäre wieder. Barbara Dennerlein zog als begnadeter Jazz-Import an der Rieger Pfeifenorgel alle Register aus Jazz, Funk und Blues. Und der Gitarrist Edi Köhldorfer verpasste dem sakralen Klang ein bemerkenswert grooviges Wesen. Also sehr konzentriert einerseits, weil das eine mechanische Orgel ist, wo man also mit Hand die ganzen Register beim Spielen ziehen muss, wenn man also Klangveränderung machen möchte. Und da muss man dann sehr viel denken. Aber es war einfach schön, es hat Spaß gemacht. Ich fühle mich an der Orgel sehr wohl, die spielt sich sehr gut, ist ein sehr schönes Instrument. Und ich glaube, der Klang war sehr gut in der Kirche. Und dann das Zusammenspiel mit Edi Köhldorfer, das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Eingefädelt hat die musikalische Begegnung Toni Eder. Ja, es war irgendwie der Spaß an der Sache, mal eine Elektrogitarre mit Orgel zu verbinden. Das gibt es bis dato in der Jazzgeschichte noch nicht dokumentiert. Und das größte Problem war dann nicht nur die Überzeugung, wir sollten es einmal versuchen, sondern als ich dann auch noch sagte, es spielt ein Gitarrist aus Fähring, dann war mal die Skepsis beim Star Barbara Dennerlein schon sehr groß. Aber über kurze Probe haben sich die zwei so gefunden, dass eigentlich aus einer Probenzeit von 3 bis 4 Stunden ein Konzert von 120 Minuten entstanden ist. Nach der Kirche ging es ab in den Fähringer Stadtkeller zur DJ-Line. Am Sonntag gab es den fulminanten Abschluss auf dem Hauptplatz. Wiedersehen gab es mit Orgel-Ikone Barbara Dennerlein und Edi Köhldorfer. Er war wieder in seinem Element. Natürlich sehr unterschiedlich, weil in der Kirche ist eine völlig andere Situation als beim Jazzfestival. Open Air auf einer großen Bühne und natürlich auch die Situation heute mit Schlagzeug und eher groovige Musik. Und in der Kirche geht natürlich groovige Musik nicht wirklich. Das heißt, diametral entgegengesetzt quasi. Aber beides macht Spaß, beides ist eine Facette von ihr und ist hoffentlich auch eine Facette von mir. Auch Hans Brassel setzte als Fähringer Musikergröße mit dem Jazz-Saxophon ein. Most & Jazz hatte auch heuer wieder für ihn den richtigen Drive. Das Jazzfest in Fähring ist immer einzigartig. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Gruppen sich anzuhören. Ich war auch schon im Dixieland-Bereich tätig, also wir haben am Donnerstag gespielt, wir haben am Freitag gespielt, wir haben gestern gespielt und heute war für mich natürlich der Höhepunkt, mit der Barbara auf dieser Bühne zu stehen. Natürlich auch mit dem Edi Köhldorfer. Die Vokalexperimentalistinnen von Extra Virgin bewiesen im Anschluss bei ihrer Weltmusik gehöriges Improvisationstalent mit afrikanischen Klängen. Die stimmgewaltige Dreieinigkeit der Rounder Girls machte den zwingenden Abschluss des 14. Most & Jazz.
Der Fliegerclub Berndorf bei Kirchberg an der Raab veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Eisschützenverein ein Fliegerfest, das bei Kaiserwetter unzählige Zuschauer anlockte. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Gemeinde Kirchberg an der Raab. Entsprechend dem Motto »Lebe deinen Traum, flieg mit uns« hatte der erste österreichische Ultraleichtfliegerclub Berndorf auf den in ein Flugfeld umfunktionierten Acker geladen. Und der Zustrom zahlreicher Fans der Fliegerei nahm kein Ende. Geboten wurden Flugvorführungen mit Ultraleichtfliegern, Doppeldeckermaschinen und weiteren Kleinflugzeugen aller Art. Einige Besucher konnten ihren Mut bei Tandem-Fallschirmsprüngen unter Beweis stellen. Bequemer waren allerdings die Hubschrauber-Rundflüge für Jung und Alt. Der Ultraleichtfliegerclub Berndorf zählt zu den aktivsten Vereinen der Gemeinde Kirchberg an der Raab und veranstaltet das Fest alle 2 Jahre. Wir haben in Kirchberg an der Raab über 40 Vereine, die im aktiven Vereinsleben mitmachen. Und einer davon ist der Ultraleichtfliegerclub aus Berndorf, der in Zusammenarbeit mit dem Eisschützenverein Berndorf hier wieder dieses Fliegerfest veranstaltet. Es ist bereits die 6. Veranstaltung innerhalb der letzten Jahre und wie man sieht, bestens organisiert. Ultraleichtflieger sind zweisitzige Fluggeräte mit bis zu 300 Kilo Eigengewicht. Sie werden von 80 bis 100 PS-Motoren angetrieben. Um sie fliegen zu dürfen, muss man einen Privatpilotenschein besitzen. Der Berndorfer Club wurde vor 18 Jahren gegründet und hat Mitglieder in ganz Österreich. Begonnen hat unser Club eigentlich mit den Trikes, mit den motorisierten Drachenflugzeugen. Das sind momentan die kleinsten mit ca. 65 PS. Das geht jetzt hinauf bei den Flächenflugzeugen bis 115 PS und die fliegen aber schon nahe an die 300 km/h. Neben den vielen Fluggeräten zogen vor allem die Fallschirmspringer die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, nachdem sie von einer Pilatus Porter BC-6 in luftige Höhen gebracht worden waren, konnte man vor allem bei ihrer Landung spektakulär sehen, welches Tempo beim Fallschirmspringen im Spiel ist. Ansonsten haben die Organisatoren verschiedenste Piloten und ihre Flugzeuge in die Südoststeiermark geholt, die Besucher den ganzen Tag über bestens unterhielten. Es sind alles Ultraleicht, was hier steigen, oder? Bis auf die BC-6, was die Fallschirmspringer auffliegt. Aber wir haben von Icarus bis zum Druckschrauber, dann haben wir Doppeldecker, also alles praktisch, was fliegt, sagen wir so. Nicht? Die meisten der Festbesucher blieben zwar am Boden, einige wollten es aber dann doch genau wissen, ob über den Wolken die Welt wirklich grenzenlos ist. Bei der Festreihe Ursprüngeln auf dem Anwesen Steirisch Ursprung in Brodersdorf genossen Besucher regionale Schmankerln in einem einzigartigen, urigen Ambiente. Im Oktober folgt die Eröffnung des Erlebnishotels. Alles neu und doch alt. Diesen Eindruck hatten wohl viele Besucher auf dem Anwesen Steirisch Ursprung in Brodersdorf. Zwischen viel altem Holz, aufwendigen Nachbauten und erhaltenen Originalen erlebt man hier hautnah steirische Tradition, Kultur und Geschichte. Bei der Festreihe Ursprüngeln genossen die Besucher regionale Spezialitäten und erhielten einen Einblick in das Schmuckstück, das Walter Neuwirth in den letzten Jahren errichtet hat. Steirisch Ursprung soll einfach die Leute sollen erleben, wie es früher einmal war. Vom kulinarischen Seiten her ist beste Essen von den besten Produzenten aus der Steiermark und auch wie man früher gewohnt, wie man gelebt hat, wie künstlerisch man gearbeitet hat, das alles soll steirischer Ursprung sein. Im malerischen Schlössl lässt sich nicht nur erleben, wie die Leute in der Steiermark früher gelebt und gefeiert, sondern auch wie sie gegessen haben. Neben selbstgebrautem Bier setzt man auf regionale Herkunft der Produkte. Wir zum Beispiel haben heute Käferbohrensuppen, Rippel mit Brodertäpfel, einen Schaufkäse, einen Almkäse. Dann haben wir noch eine Räucherforelle
Und es sind einfach echt die Produkte von den Bauern aus der Umgebung. Das ist nicht weit gefahren und es wird einfach da frisch zubereitet. Und zum Abschluss servieren wir dann noch einen, wie es gehört in der Steiermark, einen richtigen Apfelstrudel, einen Topfenstrudel. Und wir lassen einfach den Abend ausklingen mit Schnapsel und so weiter. Und ja. Ab Oktober eröffnet das Erlebnishotel Steirisch Ursprung mit 64 Betten. Ob im Heustadelzimmer oder im Bauernzimmer, zahlreiche Objekte und Einrichtungsgegenstände wie bemalte Zirbenholzbetten, mit Heu gefüllte Polster und Decken oder rustikale Holzböden sorgen für eine authentische Zeitreise und vermitteln ein Lebensgefühl wie vor 150 Jahren. Auch die Entspannung kommt nicht zu kurz. Im Wellnessbereich kann man ein wohltuendes Bad in hausgebrautem Bier nehmen oder eine Runde im mit Hopfenessenz angereicherten Innenpool schwimmen. Ob bei einer Geburtstagsfeier, einem Seminar oder einem Wellnesswochenende. Das Steirisch Ursprung ist ein Garant für gemütliche Stunden und bietet ein echt steirisches Erlebnis der besonderen Art. Wassermarsch hieß es kürzlich in Unterlabil. Die Feuerwehren der Umgebung zeigten beim Abschnittsvergleichskampf Einsatz und Können. Ein echter Feuerwehrmann kennt kein schlechtes Wetter. Deshalb konnte auch der Regen die Stimmung beim Vergleichskampf der Feuerwehren in Unterlabil nicht trüben. Der Abschnitt 6 Kirchbach traf sich beim Rüsthaus zum Truppen- und an diesem Tag sprichwörtlichen Nassbewerb. Wir haben heute den Pfarr- und Abschnittsbewerb. Der Pfarrbewerb ist eigentlich schon ein sehr traditioneller Bewerb, der seit über 35 Jahren ausgetragen wird in der Pfarre Wolfsberg. Und andererseits haben wir heute den Abschnittsbewerb in der Klasse Bronze A Nass. Im Vorjahr fand die Premiere dieses Vergleichskampfes in Seibuttendorf statt, mit großem Erfolg. Um den Nassbewerb für die teilnehmenden Feuerwehren noch spannender zu machen, wurden unter Berücksichtigung der Richtlinien kleine Änderungen vorgenommen. Angriffsbefehl oder ob diesen Kommando angesagt, läuft die Zeitnehmung und endet mit dem Zielspritzen. Und das Zielspritzen selber haben wir wieder erweitert. Ursprünglich gibt es eine Spritzwand beim Nassbewerb. Jedoch haben wir diese Spritzwand oder diese Aufgabe erweitert um mit der Spritzhand der Jugend. Also auf der einen Seite muss man Zielspritzen und auf der anderen Seite muss man dann genügend Wasser in diesen Behälter bringen und damit haben wir dann die Aufgabe gelöst. Um ihre Aufgabe beim Bundesbewerb bestmöglich zu lösen, arbeitete die Feuerwehr Kleinfranach in Unterlabil am Feinschliff ihres Bewerbes. Denn wenn es darauf ankommt, muss alles klappen. Bei diesem Bewerb ist es wichtig, dass man hinten wirklich eine souveräne Leistung beim Kuppeln bringt, dass man genau arbeitet, natürlich auch schnell, also die Zeit ist wichtig, und dass man dann, wenn es rausgeht, beim Schlauch verlegen, dass man da wirklich konzentriert die Schläuche genau verlegt und eine super Zeit halt erreicht. Doch nicht nur eine super Zeit, auch der Teamgeist innerhalb der Gruppe ist wichtig. Und natürlich dürfen auch der Spaß und die Kameradschaft an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Einerseits ist es ein sehr gutes Training, die Kameradschaft und der Zusammenhalt wird innerhalb der Gruppen gestärkt. Und andererseits haben wir auch einen richtig nassen Bewerb heute. Der nasse Wettkampftag war für die Teilnehmer aber kein Problem. Denn wasserscheu sollte ein Floriani-Jünger ohnehin nicht sein. Die Zellerfest-Mania lockte mit rekordverdächtigem Hitprogramm nach Söcher und wurde wieder zum Event des Monats. Bis zu 20.000 Gäste fanden sich an drei Tagen in Söchau ein, um das traditionelle Zellerfest mitzuerleben. Dabei sein ist alles, deshalb reisten Besucher aus der ganzen Südoststeiermark an, um den Pflichttermin im September nicht zu verpassen. Dieses Jahr überraschte der Veranstalter der großen Zellerfest-Mania mit einem besonderen Programm im großen Festzelt.
Dieses Jahr steht im Prinzip die Ballermann-Party am Freitag am Programm. Heute, am Samstag, ist die Back-to-School-Party mit der Gruppe Skylight. Und morgen gibt es noch einen tollen Frühschoppen. Skylight sorgte als Hauptakt für eine Bombenstimmung im Zelt. Die steirische Band überzeugte mit Pop, Rock und Austropop im Repertoire. Es wurde getanzt, gerockt und gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Auch der Flirtfaktor kam bei der großen Zellerfestmania nicht zu kurz. Als alljährliches Highlight durfte auch der Vergnügungspark mit Autodrom, Breakdance und vielen anderen Attraktionen nicht fehlen. Auch der beliebte singende Pfarrer ließ sich dieses Ereignis nicht entgehen. Für ihn stehen jedoch auch die Hintergründe des Festes im Vordergrund. Warum eigentlich Zellerfest? Das hat ja auch was zu tun mit der Maria Zeller Madonna, die in der Kirche in Söchau am Hochaltar zu sehen ist. Der Veranstaltung geht also bereits eine lange Geschichte voraus. Seit über 200 Jahren feiert man nun das Zellerfest, welches sich über die Jahre zum größten Kirtag der Oststeiermark entwickelte. Auch der Pfarrer der Herzen konnte den Verlockungen des Festes nicht widerstehen und schloss sich der Meinung der Menge an. Ja, freilich tut man einen guten Sturm trinken, das gehört zum Pfarrer dazu. Einen guten Sturm muss man trinken. Sie fragen sich, wie Sie Ihren Stromverbrauch effizient reduzieren können? Beim heutigen Energiespartipp von eLogic zeigt Ihnen Markus Falchner ein praktisches Messgerät. Um den Stromverbrauch im Haushalt zu optimieren, kann man mit einfachen Schalteinrichtungen gewisse Verbraucher vom Stromnetz nehmen, wenn man sie nicht braucht. Und genauso kann ich es umgekehrt machen, dass ich gewisse Verbraucher dazu schalte. Zum Beispiel, ich habe von der Photovoltaikanlage überschüssige Energie, schalte gewisse Verbraucher dazu, wie die Waschmaschine, der Boiler heizt zur Zeit das Warmwasser auf. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Energie und der Strom kostenlos ist. So können Sie die Energie mit einfachen Mitteln optimal einsetzen. Diesmal hat uns Ihre Meinung beim Fliegerfest in Berndorf ganz besonders interessiert. Was fasziniert Sie an der Fliegerei? Einfach in der Freiheit sein. Das ist der Hauptgrund eigentlich von der Faszination Fliegen, ja. Das Fallschirmspringen, das interessiert mich wirklich. Fliegen ist, verbinde ich mit Freiheit, ja? Ja, das ist das Gefühl von irgendwas Unerreichbarem. Weil ich tue jetzt selber basteln und selber und mir als junger Bub immer taugt das Fliegerei. Naja, das ist einfach was Besonderes für uns, weil eigentlich sind wir sonst mit beiden Beinen am Boden, aber es ist manchmal schön, einfach abheben zu können. Einfach, dass man von der Vogelperspektive die Gegend anschauen kann und das schwerelose Gefühl einfach frei zu sein. Und vor allem, wenn es auch schnell zweit ist wie heute, das ist ein Traum. Ja, zum Beispiel, wenn Red Bull-Flieger sich die Loopings machen und Trauungen, das gefällt mir. Interessant ist, dass also kleine Geräte fliegen können eigentlich und ist ja fast interessanter, wie die großen Flieger sind, nicht? Weil viel Technik drin ist und obwohl man manchmal sagt, bei manchen Geräten, das ist schon fast kriminell. Ne? Das ist ein uralter Traum der Menschheit, fliegen wie ein Vogel. Okay, man hat sicher Spaß dabei und eine andere Perspektive und man sieht die Welt einfach ganz anders wie von Bahnhofs. Ja, es ist einfach super, wenn man das so sieht, wie so ein Flieger in die Höhe kommt, gell? Weil runter heißt, kommt man immer, aber praktisch in die Höhe. Ne? Womit sind Sie schon geflogen? Mit einem normalen Flieger. Mehrmals. Ein paar hundert Mal. Beruflich unterwegs, ja. Ich gehe immer mit der kleinen Cessna. Da sind wir jedes Jahr immer in Ostholstein. Die Rapsflüge im Mai, wenn Raps ist. Ja, was haben wir gehabt? Ein Boeing haben wir gehabt.
Dann Hubschrauber sind wir schon geflogen, der da auf dem Platz vor 2 Jahren. Segelflieger mitgeflogen natürlich. Paragleiten ist noch offen, das machen wir auch noch. Ja, normal halt, Urlaub fliegen, normales Flugzeug halt, ja. Ich bin eigentlich nur mit größeren Flieger geflogen, schon mit einem Motorigen von Fürstenfeld weg, aber das ist schon relativ lang her. Ich bin noch mal mitgeflogen mit der Icarus von Herrn Rossmann und das hat mir so gefallen und so, super. Das erste Mal erscheint das Leben am Tag, ja, ja. Hubschrauber, Tandemsprung, Paragleiter, ja, das ist eigentlich Flugzeug natürlich. Mit Hubschrauber, mit kleinen, auch mit großen schon. Und bei der Prüfung auch. Als ich klein war, bin ich zweimal mit dem großen Flieger geflogen. Ja, einfach mit den großen Fliegern in Urlaub natürlich. Ne? Ja, mit Flugzeugen, Hubschrauberrundflug habe ich auch einmal gemacht, als Kind allerdings, aber vielleicht wird es wieder einer. Ja, in Graz war so ein Flughafen, da war ich mal so zum Spaß mitgeflogen und da war ich halt Co-Pilot. So. Ja, mit großen Flieger, zweimal. Mit so einem normalen Flieger bin ich auch mal geflogen. Mit Flieger, ja. Und sonst tue ich immer bei meinem Nachbarn zuschauen, der tut Modellflieger fliegen. Mit dem Flugzeug bin ich zwar schon zweimal geflogen, aber mit so einem Modellflieger wie so einem Hubschrauberboss bin ich noch nicht geflogen, aber ich weiß nicht, vielleicht mache ich es mal. Vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt geht's im Programm mit unserem Magazin weiter, in dem uns wieder eine neue Folge von Auf Schleichwegen mit Professor Johann Schleich zu sehen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Servus und auf Wiederschauen. Sie wollen Ihren Betrieb, Ihre Veranstaltung oder Ihre Werbung auf VulkanTV sehen? Nutzen Sie das weitreichende Verbreitungsnetz von VulkanTV und informieren Sie sich rechtzeitig bei unseren Kundenbetreuern. Bei uns einig schaut auf www.vulkantv.at. Nicht schon wieder. Immer das Gleiche mit unseren Wasserbetten. Wasserbetten von KDK in Mühldorf. Ihr traumhaftes Schlaferlebnis. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten. Oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Trendige Trachten in reicher Auswahl bei Trachtentrummer in Dietersdorf. Modern aufbereitet und für jeden Anlass liegen Sie mit einer Tracht von Trummer immer richtig. Der Gebrauchtwagen-Tipp der Woche wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Uitz in Feldbach. Die aktuellen Angebote sind ein sparsamer Jungwagen mit Top-Ausstattung. Ein kleiner Transporter mit großer Zuladungsmöglichkeit. Und ein Mittelklasse-Fahrzeug mit hoher Sitzposition. Roman Kober vom Autohaus Uitz freut sich schon auf Ihren Anruf. Ja, in Bichler bei Weinburg
hat Gerhard Seher ein Handwerksdörfel, glaube ich, so bezeichnest du das, aufgebaut. 20 Gebäude hat er hingestellt, alles in Eigenleistung, alles selbst gemacht, alles selbst finanziert, ohne finanzielle Hilfe. Wann hast du angefangen damit? 95, ja. Also 1995 habe ich einen Grund gekauft. Dort habe ich dann angefangen, ein Wohnhaus zu bauen und anschließend nachher die Häuser. Und die Häuser tragst du ab irgendwo? Genau, die trage ich an Ort und Stelle, was stehen ab. Transportiere es heim und baust dann da bei mir wieder auf. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal durch deine Dörfel durch und schauen uns an, aus welcher Zeit das die Häuser sind und was du alles hast. Okay. Gell? Das ist schon von einem größeren Bauern, das war gell? Schon ein Großbau, also sozusagen. Und wo sagt, hast du das her? Das ist in Groß St. Florian draußen gestanden ist und habe dort abgebaut. Das ist so ein typisches weststeirisches Bauernhaus, genau, glaube ich. Gell? Ein weststeirisches Großbauernhaus, ja, schon aus der Zeit. Gut, dann schauen wir weiter, was das nächste ist. So, da waren wir jetzt in einem Wohnhaus und jetzt kommen wir in den Handwerksbereich von der Dörfel. Genau. Was ist das für ein Haus da, das da steht? Das ist jetzt der Fassbinder. Die Fassbinderei. Und da, was hast du da drinnen? Das ist jetzt der typische Steinstall, wie man dazu sagt. Und da sind alle bäuerlichen Geräte drinnen, die wichtigsten, die man am Bauernhof einfach genau. Ja, Scheibtrochen und Gräter, Pflug und so weiter. Sachen, ja. Ja, wenn wir da weitergehen, da kommen wir zu mehr was Kuriosen, nicht steirischen. Genau, das ist nicht aus der Gegend. Was ist das für ein Kapön? Das ist ein russischer Kapön, ist aus Russland. Ja, die Kapön ist tatsächlich in Russland gestanden? Genau, das ist in Russland gestanden. Ja, wie kommt der da her? Ja, der hat, so einer in Russland, der hat 20 Jahre in Russland gearbeitet. Wie er aufgehört hat, hat er die Kapellen abgebaut und hat es mit hergenommen und wollte es bei ihm aufbauen, aber so wie sie hergeliefert wurden, ist zum Aufbauen ist er nicht gekommen. Ich habe das dann gefragt und habe es ihm abgekauft und habe es nachher bei mir aufgestellt. Ja, und da, dieses Grundstück gehört auch dir. Genau, ja. Und da wird dein Dörfel erweitert. Da. Und das da soll eine Dorfschule werden? Genau, das wird die Dorfschule, ja. Und das Inventar hast du schon dafür? Inventar habe ich schon alles gerichtet, ja, das ist... Ja, das wird hochinteressant. Aus was für Zeit ist das Inventar? Ja, das Inventar ist, sagen wir, Jahrhundertwende. Aha. Ja. So, und da sind wir im Handwerkszentrum, gell? Was hast du da für Handwerk alles untergebracht? Ja, da haben wir den Schuster drinnen, den Weber und den Wagner. Den Wagner und die Häuser hast du die individuell zusammengestellt, gell? Ja, habe ich zusammengestellt, richtig. Habe ich zusammengebaut. Das aus verschiedenen? Das waren drei extra stehende Häuser, die habe ich dann zusammengebaut. Aber da sieht man ja so deutlich, gell, die waren nicht unbehauen, diese Tramen. Der hat dann eine Schicht Lehm genommen, hat das draufgelegt, die Lehmschicht, oder hat er nachher zugeschmiert? Normalerweise also, nachher zugeschmiert. Ja, draufgelegt hat er nur dort, wo die Ebene ist, hat er Moos reingegeben. Dort hat er den Tram dann draufgelegt und dann die Fugen, die blieben sind, wo der Baum krumm war praktisch. Ja. Hat er dann mit Lohm und Stroh und Sauborsten und Kuhschwanz hat man dazu gemischt. Süßig. Das hat man abgemischt und das hat man noch verschmiert. So. Also das ist die Schmiede, ja. Das ist die Schmiede, ja. Hinter uns hast du eine Presshütte. Das ist die typische Bahnpresshütte, ja. Gehabt hat. Der Dorfschmied, das hat jedes Dorf einen Schmied gehabt. Schmied. Den hat er unbezahlt gebraucht. Das hat jedes Dorf einen Schneider gehabt, einen Schuster gehabt. Das ist ja alles vorbei heute. Alles. So, und jetzt kommen wir in den Einkaufsbereich. Genau das. Da hast du ein Geschäft eingerichtet. Das war der typische Kreisler. Der Kreisler. Das damals aus der Zeit gegeben, wo du praktisch vom Kaiberstrick bis zum Schuhbandel oder Riemenbeich, alles was man halt braucht hat. Alles was man braucht hat, hat da, das war da gekriegt, ne? Eine richtige wichtige Versorgungseinrichtung in jedem Ort, weil weit vorne hat er nicht keinen, er hat ja kein Fahrzeug gehabt. Gell? Du hast auch einen Esel da, Ziegen, sehe ich da. Ja. Also ist auch
Servus. Ja, ist ja lieb, gell? Und da ist dein ältestes Objekt. Genau, was also das älteste, was man feststellen kann, man kennen. Das ist das typische Keischlerhaus aus der Gegend war, 1770. Der Besitzer, der es gehabt hat, hat den ganzen Dachstuhl alles runtergerissen gehabt. Der wollte mit der Motorsäge gerade zusammenschneiden. Da sind nur mehr die vier Wände außen gestanden. Und so habe ich es praktisch von der Motorsäge gerettet, sozusagen. Ja, Gerhard, eine Riesenleistung, muss man natürlich anerkennen. Für den Tourismus in der Gegend natürlich auch ganz wichtig. Für die Gemeinde ein Aushängeschild, überhaupt für die Steiermark ein Aushängeschild. Danke, dass du uns jetzt einmal einen Überblick verschafft hast. Und in der nächsten Folge gehen wir in dein Einkaufszentrum und schauen uns das an, wie die Leute einmal einkauft haben. Genau. Gut, grüß dich. Servus. Grüß dich.